So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Rogue. Wir werden erstmal zu Anbeginn die Seekampagne wieder starten, denn wir dürfen, ich glaube, 3 oder 4 Schiffe wieder in unseren Reihen begrüßen. Wie gesagt, mein persönlicher Ohavanna-Ansporn ist, dass wir halt diese Seemission im Let's Play abschließen, obwohl wir haben sie immer. Warum? Ich hatte doch vorhin 6 von 33. Warum habe ich jetzt 7 von 33? Ist ja jetzt nicht allzu viel. Aber ich hatte doch jetzt eigentlich mehrere Missionen oder zählen die gar nicht mit dort rein. Das kann natürlich auch sein. So, Schlacht beginnen. Oh Gott, das arme Kanonenboot kann ja schon einem leid tun. So, ach nee, wir hätten eigentlich, nee, warte mal, Havanna haben wir doch jetzt dazu bekommen, oder? Nee, Brest. Nee, Brest hatten wir schon, oder? So, schauen wir es einfach mal an. Mission wählen. Schiff entsenden, 36 Minuten. Wir hatten jetzt irgendwas sicher. War das nicht... Hä? Cap Français müssten wir doch rein theoretisch machen, oder? Ach, wir tun jetzt einfach mal die ganzen Schiffe auf Missionen schicken. Aber hatten wir nicht Havanna freigeschaltet? Oder ist das unsere nächste Belohnung? Ich habe es gar nicht richtig... Nein! Nachgeschaut. Barbados. Aber eigentlich müssen wir doch Havanna jetzt schon haben als Ort. Komisch. Mission wählen, ja. Schiff entsenden. Oder war das Havanna? Nee, das war doch eigentlich Havanna. So, damit ist diese Route auch sicher. So. So, dann muss ich auf jeden Fall mir eine Markierung setzen. So, Black Ridge. Den wollen wir ja auch noch erkunden. Captain am Ruder. Aber das ist ja jetzt nicht allzu weit entfernt. Was haben wir hier? Holz und Tabak. Nee, nicht umdrehen. Hallo. Es hat keine Chance. Captain. Ein guter Treffer kann reichen. So, jetzt entern wir noch das kleine Kanonenboot oder den Schoner. So, warte mal. Ja. Ah, verdammt. Na komm. Töte ihn! Boah. Das sah schon ein kleines bisschen hart aus. So, das schlachten wir noch richtig schön aus. Bringt zwar jetzt im Endeffekt nicht so viel Geld, weil wir haben ja eigentlich genügend und noch gute Einnahmequellen. So. Ja, gleich. Wir docken jetzt erstmal an.
Und warum ist denn das rot? Ach so, bestimmt, weil ich das Fort noch nicht eingenommen habe. Ne? Na gut, das kann natürlich sein. Wow, 111. Oh, da mit dem Bären. Aber den haben wir ja schon. Und sie haben eine Templar-Karte. Ja, warte mal. Was sind wir denn jetzt überhaupt? 74. Ja, daran kann ich mich erinnern, glaube ich. Warte mal. Oder 52. 724. Müsste hier irgendwo sein. Okay. Vor allem, wir haben doch voll viele Schatzkarten jetzt. Ah, noch ein Gefecht, aber würde ich einfach mal außen vor lassen, weil das bringt uns ja jetzt nicht so viel. Ah. Genau so. Und dann nehmen wir die Schatzkarte mit, die Truhe und das eine Sammelobjekt. Wird wahrscheinlich ein Animus-Fragment sein, nehme ich an. Oder vielleicht ein Wikingerschwert. Ah, ja. Ach nee, ist mir ist egal. Ja, die Verbündeten, ja komm. Die werden das schon nicht überleben, aber das wird schon jetzt. Oh Gott. Den Konflikt jetzt nicht beeinflussen. Welches Heimel denn? Hä? Die kämpfen immer noch. Oh. So, noch einmal. Dann nochmal E und F. Und dann bestimmt nochmal E und Leertaste. So, Moment. Hier muss irgendwo die Karte sein. Bei den zwei Bäumen. Also hier irgendwo, oder? Muss hier vorne irgendwo sein. Ja. Ha! Mal schauen, was wir da jetzt hier finden werden. Nix. Okay, dann nur eine Templer-Reliquie. Ich dachte, wir finden da ein bisschen mehr. Also entweder... Ach nee, ja, stimmt. Das war ja bei Black Flag der Fall, dass wir ja bei den Schatzkarten bestimmte Sachen gefunden haben. Das sind ja hier diese Zahnrädchen auf der Karte. Gut, dann habe ich das ja falsch in Erinnerung gehabt. So, jetzt müssen wir nur wieder hier hochkommen. Ich denke mal... komme ich hier hoch? Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Boah. Dann muss ich von der anderen Seite kommen. Nee, geht gar nicht. Ach Mann. Doch, warte mal, ich muss hier hoch. Ja.
Ja, beruhig dich. Ist ein kurzer Schauer gewesen, so warte mal. Ja, wirklich kurzer Schauer. So, genau, so. Hahaha. Ja. Ja. Ja, hallo. So, und wir haben hier noch das Eingeborenen-Zeichen. Ich glaube, da gab es ja 24 davon. Und dann haben wir das auch schon fertig. Und dann geht es weiter, denn in der heutigen Folge will ich ja das Fort einnehmen. Und dann, ja nochmal, ich habe jetzt diesen Ort vergessen. Was? Nee, Ash Creek war das nicht. Auf jeden Fall müssen wir noch 2 oder 3 Sammelobjekte hier einsammeln. Da sind wir ja in der letzten Folge nicht hingekommen. So, Black Witch haben wir abgeschlossen. 6 von 24, genau. Schwäne. Ja, wie gesagt, wenn wir 24 von 24 eingesammelt haben, lese ich das alles nochmal vor, damit wir auch eine klare Linie haben. Oh, der geschwätzige Gewonnene war erfolgreich. Aha. So, das schauen wir natürlich jetzt gleich mal an. Vielleicht kriegen wir jetzt eine neue Stadt. Oder 8 von 33. Ich dachte ja wirklich, das, man muss nur die ganze Mission machen. Fee-Kampagne, Success. Und wir haben... Ich verstehe das nicht. Wir lassen aber jetzt mal alles so, wie es ist. So. Oh, gut. Hallo. Ja. So. So, jetzt müssen wir, glaube ich, genau nochmal rumdrehen. Los, Segel! Los geht's! Stellt die Segel in den Wind! Oh, warte mal. Rahm- und Marssegel! Ne Brick! Rahm- und Marssegel fest zum Feuer! Jetzt gibt's Stress. Oh, jetzt gibt's wirklich Stress! Warte mal. Mal. Warte, warte. Warte mal. Warte mal. Oh. Warte mal. Was sind denn hier Mörser? Kuh. Ich habe keine Mörser mehr. Okay. Warte mal. Oh, Kamera. Okay, warte mal. Wir entern mal. Ganz schnell. Das Schiff hier. Damit wir den Morrigan reparieren können. Ja, wir sind unbedingt reparieren. Ich komm gleich wieder. Gleich. Little. Nein, wir hätten... Oh, komm. Die paar Zentimeter. Ich hab doch eh gedrückt. Holige Schnürschuh. Weg mit dir. Ja, ich will die Morrigan reparieren, bitte, danke.
So, warte. Warte mal, wir müssen ja auf die andere. Warte mal. Warte mal. Bereit zu Feuer! Aber ich muss sagen, irgendwie sind die Kanonen flexibel oder beweglicher. So, ja. Das docken wir an. Ganz schnell. Und dann erledigen wir noch den Inhaber. Nimm die Rahen aus dem Wind. Nicht mehr weit. Aufgehen! Aufgehen! Anker werfen! So. So. Richtig ausrüsten. Fort Soleil. Das Sonnenfurt. Hallo! Oh nee. Oh. Huch. Warte mal. So, warte, das sind auch nur irgendwelche Schützen. Okay. Was läuft denn der hier unten so lang? Warte mal aus. Nee, ey, hallo. Na gut, dann machen wir das so. Nein! Boah. Ja, genau. Boah, alter Falter. Was läuft denn so schief hier? So. Weg mit dir. Ja, heulen hier rum. Hast du dir selber zuzuschreiben. Nee, beweg mich mal. Boah, das wäre beinahe ins Auge gegangen. So viel zu tun, so wenig Zeit. Warte mal, ich muss ja hier hoch bestimmt, ne? So, 10 von 16. Ich hoffe, der Nordatlantik wird nicht allzu schlimm werden. So. So, jetzt haben wir noch die letzte Truhe. Ach ne, wir haben noch ein Animosatenfragment. Ei. Das hätte ich habe mich auch nicht gewundert, dass wir das gar nicht angezeigt bekommen haben, dass wir alles eingesammelt haben. So. Hier hoch. Jetzt haben wir es. Wie komme ich denn jetzt wieder hier raus? Hier entlang, okay. Ja, halt die Stellung, Männer. Verlasst mich auf euch. So. Aber irgendwelche Ressourcen haben wir hier nicht geklaut, ne?
Das heißt geklaut, die sind jetzt in unserem Besitz, ne? So, Ozanini. Und dann müssten wir dann hier irgendwo auch andocken. Ja, mir gefällt auch so einige Sachen nicht und ich beschwere mich nicht. Wie? Hallo? Jetzt. Jetzt. Oder? Hallo? Treibgut. Könnte wertvoll sein. Da kann ich kein W, weil das alles zu eng ist. Hä? Ich verstehe es nicht. Oh, Wohlstand! Ach ja, das kann es sein, wo wir noch andocken müssen. Okay. Wir sind auf Kurs zur Klippe, Sir. Ja. Arena liegt dort drüben. Auf rein! Im Druck vom Baum! Oh. Ursprünglich hieß der Berg Otetiani. Ja. Und wie heißt er jetzt? Also laut Karte heißt er immer noch so. Hui. So, hier können wir noch was renovieren. Otetiani. Ich warte auf eure Anweisungen, Sir. Schön. Was auch immer wir es renoviert haben. Das waren, glaube ich, bestimmt irgendwelche Fischersachen, oder? Gebäude renoviert 1 von 1. Das freut mein Kaltes. Ach du Heilige. Warum sind denn die so große ganzen Gebiete hier? Wir haben bestimmt noch... Ach nee, eine Jagdmission haben wir, glaube ich, hier nicht. Warum ist das hier immer so groß? Also wir sind sowieso schon weit über die 10 Spielstunden gekommen. Weit drüber. Der Mond ist so schön. Aber wir halten uns auf dem Land mehr in der Nacht auf als am Tage. So oft wie ich den Mond gesehen habe, so oft habe ich die Sonne in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Aber ich sehe hier nicht mal irgendwelche Truhen. Okay, hier komme ich gar nicht vorbei. Wo man sagen kann, okay, man kann jetzt hier, während man auf dem Weg zum Aussichtspunkt ist, einige Truhen bereits einsammeln. Haben wir einen Truthahn? Aber die bringen uns ja leider keine Punkte. Wenn wir die erlegen. Achso, warte mal. Ja, warte mal, ich muss erstmal hier rüber. Hä? Oh, Alter! Achso, die sind ja. Achso, ja, stimmt. Entschuldigung. Das sind ja meine Verbündeten. Ich bin da immer noch ein bisschen von Assassin's Creed 3. Bisschen. Ja. Komm, was steht. Ja! Lass alles raus! Kannst du auch gleich den ganzen Tisch anzünden. So. Solche Wörter sagen wir aber nicht hier im Spiel. Und auch nicht zu dieser Zeit. So. Was ist dieser verdammte Aussichtspunkt? Da oben. So, ich muss wieder zurück. Boah, alter Falter. Oh Gott, sterbe ich jetzt? Nee, nicht gar nicht, okay.
So. Ah, hier war jemand wieder mit der Wand. Mit der Wandfarbe wieder am Werk. Nimm mal die eingeborenen Heule. Aber ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ah, oh, dann muss ein Fragment. Die hätte es ja auch hier, ne? Ja, das funktioniert wieder nicht, ich weiß. Das ist wieder viel zu schwer für dich. So, herzlichen Glückwunsch, du hast deinen eigenen Mann umgebracht. Bam! Glück mit dir. Die ist dort oben. Okay, na gut zu wissen. Aber wir machen erstmal kurz den Aussichtspunkt, ja, ne? Und dann geht's weiter. Ach Gott, so. Ach, da kommen wir dann hoch, okay. Och, Shay! Guck mal. Wenn du aus diesem Winkel... Anders geht das doch gar nicht. Ich muss von hier... Nee, warte mal. Ich muss hochklettern, oder? Ja. Boah. Boah, ey, Shay, mein... Was machst denn du? Och, manchmal könnte ich hier wirklich wieder in meinen Schreibtisch beißen. Warte mal, so. So, Floddy. Karoddy. Dann Sagi. 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 Kommt der wieder nicht hier hoch? Hast du schon lange Arme, dann benutze ich doch auch mal. Na, du sollst da hoch und nicht drüber springen. Also mit den Männern hier habe ich es wirklich echt nicht leicht. Warte. Okay. So, ah, okay, da kommen wir dann hier wahrscheinlich zu dem, da ist doch noch eine Truhe hin. Oh, da ist er. Warum sprengst du denn so sinnloserweise? Ja. Wir brauchen noch diese verdammte Säule. Es wäre der 50 Jahre, so stöhnt er rum. So, jetzt müssen wir bestimmt hier hoch. Und dann über den Baumstamm drüber, um die besondere Truhe zu finden. Oder auch nicht. Oh, das ist immer hinbekommen, Shay. Ich bin begeistert. Jetzt müssen wir noch zur Eingeborenenhöhle.
Also nicht zur Höhle, zur Säule meine ich. Da. Haben wir hier noch einen Schwarzberry. So, dann wollen wir mal. So. Muss ja nicht heißen, dass man die nehmen. Achso, okay. Jetzt aber. Oh. Was ist da drinne? Lampulle? Jetzt habe ich das gesehen. Sieht ja fast aus wie eine Voodoo-Puppe. Nur aus Metall. Jo, da würde ich sagen, beende ich mal an dieser Stelle die heutige Folge. Ich werde wahrscheinlich im Office einfach mal die Sachen hier einsammeln, weil das würde sich mehr oder weniger jetzt anbieten. Obwohl, ja, Jude, würde ich sagen, sehen wir uns beim Bauplan wieder, weil ich denke mal, es ist relativ einfach. Relativ schwer zu finden oder schwieriger zu finden als die anderen. Dann haben wir hier noch die Truhe. Damit können wir uns hier mit dem Aussichtspunkt dorthin teleportieren, um die einzusammeln. Oder halt vielleicht das und dann das und dann das dorthin. Und dann haben wir hier noch den Wohlstand. Und dann haben wir auch noch die Höhlenmalerei. Und dann haben wir hier noch Orenda und Réseau du Renard. Aber haben wir halt auch noch einige Sachen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir noch gar nicht weit gekommen sind. Wir haben jetzt hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ey Gott. Oh, die haben wir komplett aus dem Vor gelassen. Okay, die müssen wir auch noch machen. Aber dann, wenn wir die dreieinhalb Sachen dreieinhalb Sachen erledigt haben, werden wir uns nach New York begeben. Und dann, ja, werden wir hoffentlich irgendwann hier wieder zurückkommen. Wenn nicht, werde ich das einfach zum Schluss euch noch zeigen, weil wir ja sehr gerne 100% haben. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.